zum Tagesordnungspunkt 15, Elternbeiträge im Dresdner Kreuzchor. Mir ist lediglich eine Wortmeldung signalisiert. Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Vorlage der Verwaltung sieht eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Verpflegung und Betreuung sowie den künstlerischen Einzelunterricht im Dresdner Kreuzchor vor. Seit dem Schuljahr 2013/14 ist hier keine Anpassung mehr erfolgt. Grundsätzlich ist eine Beteiligung der Eltern an den Kosten der Verpflegung und Betreuung am Instrumentalunterricht und an der Stimmbildung natürlich gerechtfertigt. Das stellen wir auch gar nicht in Frage. Aber wir erleben gerade eine besondere Situation in unserem Land. Die Folgen der staatlich verordneten Quarantäne für die Wirtschaft und das öffentliche Leben als Reaktion auf das Coronavirus treiben vielen unseren Bürgern die Sorgenfalten auf die Stirn. Sie fragen sich, wie geht es mit mir und meiner Familie wirtschaftlich wie finanziell weiter? Zwar ist eine Befreiung von Zahlungen für Verpflegung und Betreuung der jungen Sänger grundsätzlich bei Bedürftigkeit schon möglich, aber eben nur für Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung oder als Arbeitssuchende erhalten. Bezieher von Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld nach SGB III erhalten dagegen keine Befreiung. Auch die nicht, die zwar aus der Anspruchsberechtigung so knapp herausgefallen sind, weil sie ein wenig mehr Einkommen haben, aber trotzdem nicht mit dem Geld um sich schmeißen können. Auf Leistungsbezieher hat die Erhöhung also keine Auswirkung. Auf Familien mit kleinem oder mittleren Einkommen schlägt sie aber voll durch. Das empfinden wir gerade in der jetzigen Situation als sozial äußerst ungerecht. Dazu ein paar Zahlen. Nach vorläufig hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit im April wurden für 6,83 Millionen Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Nach 2,49 Millionen im März. Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit lag damit weit über den Werten zur Zeit der großen Rezession 2008-2009. So heißt es in der Presseinfo Nummer 34 der Bundesagentur für Arbeit vom 1. Juli 2020. Wir als Politiker befassen uns inzwischen jeden Tag mit diesen Themen. Kreditvergaben für in wirtschaftliche Not geratene Unternehmen, Corona-bedingte Soforthilfen vom Bund, Ländern und einzelnen Gemeinden. Wir hatten ja selbst auch so ein Programm schon aufgelegt. Das zeigt alles die Dramatik der Situation. Wie dunkel die Wolken aber werden, die in den nächsten Wochen und Monaten noch über den Horizont heraufziehen, das können wir jetzt noch nicht sagen. Kommt die erste große Insolvenzwelle in Deutschland schon im Herbst? Soweit diese wenigen Fakten. Die zeigen, die wirtschaftliche und finanzielle Situation vieler Familien ist angespannt. Es zeigt sich immer wieder, dass gerade die AfD hier in Mitteldeutschland mittlerweile die einzige ernsthafte Interessenvertretung der kleinen Leute geblieben ist. Wir nehmen diese Verantwortung ernst und wollen daher dem Volk nicht auch noch tiefer in die Tasche greifen und schon gar nicht unseren Familien. Die jungen Künstler des Kreuzchores leisten harte Arbeit und bringen großartige künstlerische Leistungen hervor. Das ist nichts anderes als eine Art musikalischer Hochleistungssport und so soll es auch bleiben. Durch Corona arbeiten sie jetzt noch unter verschärften Bedingungen. Eine Erhöhung der Entgelte gerade jetzt wäre aus unserer Sicht, wie gesagt, ein falsches Signal. Wir fordern deshalb für die nächsten Jahre auf alle Erhöhungen von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Abgaben, wo dies gesetzlich uns möglich ist, durch die Landeshauptstadt Dresden zu verzichten. Das sind wir den Dresdnern schuldig und sprechen das unter Verwendung des generischen Maskulinums auch ohne idiotisches Sternchen mitten im Wort und ohne sprachpolizeiliche Allüren hier im Stadtrat aus. Angesichts der frisch gedruckten Billionen, die derzeit vom Staat verteilt werden, ist das zwar nur ein ganz, ganz kleines Rettungsschirmchen. Es ist aber dennoch ein deutliches Zeichen, dass wir hier als Stadträte trotz unserer steuerfinanzierten und ich denke, so klein ist sie ja gar nicht, die Aufwandsentschädigung, verstanden haben, wie ernst die Lage für den Einzelnen möglicherweise inzwischen geworden ist. Dass für viele zwar ständig Solidarität hier einfordern, die dann aber verstummen, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht,
die Situation anders ist. Wir haben ja noch den Punkt Sitzung der Kürzung der Stadtratsgelder auf der Tagesordnung heute. Die Meinung ein bisschen anders am Ende ausfällt, mag man nachvollziehen. Wir sehen das anders und wir werden deshalb hier der Erhöhung der Elternbeiträge für den Kreuzchor nicht zustimmen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wünsche zu reden, Herr Dr. Schulte-Wissermann? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und in der Aufzeichnung. Ich hatte ursprünglich eigentlich nicht vor zu reden, aber wenn die AfD hier komplett off-topic reden darf, 7 Minuten lang, dann kann ich das jetzt auch. Und es ist mir auch wichtig, das zu tun, denn ich gedenke auch abzulehnen, aber ich möchte nicht in einen Topf geschmissen werden mit der Begründung oder Scheinbegründung, die gerade gegeben wurde. Wenn man in die Vorlage hineinguckt, in die Begründung, da steht in Satz 1 oder Satz 2, dass Dresden 3,5 Millionen Euro ausgibt für den Kreuzchor pro Jahr. Das sind 3,5 Millionen Euro für eine sehr gute musikalische Ausbildung. Das sind 3,5 Millionen Euro für eine sehr gute Instrumentalausbildung an Musikinstrumenten. Das ist eine sehr gute schulische Ausbildung. Das sind aber auch 3,5 Millionen, die junge Menschen genießen dürfen. Sie fahren in der Welt rum, sie kriegen Selbstbewusstsein, sie treten vor 1.000, 2.000, 5.000 Leuten auf. Sie sehen die Welt, 3,5 Millionen, dass sie Gruppenfähigkeit lernen, dass sie sozusagen Teamfähigkeit lernen und 3,5 Millionen, dass sie dann nachher in einem Netzwerk sich befinden und sehr gut wahrscheinlich durch ihr restliches Leben hindurchkommen. Gilt das, die 3,5 Millionen, für alle Menschen? Nee, es gilt nur für Jungs. So, und das ist mein Punkt. Wenn wir hier Gleichberechtigung, Gleichstellung ernst nehmen, dann müssen wir auch 3,5 Millionen auch für die Mädchen ausgeben. Ich sehe gerade den Arm von Herrn Wirz. Ich rede nicht davon, dass wir einen gemischten Jungs-Mädchen-Chor machen. Ich rede nur davon, dass wir genauso viel Geld für die Förderung von Mädchen ausgeben wie für die Förderung von Jungs. Das ist das Einzige, wovon ich rede. Wenn das dann ein Weltklasse-Jazz-Chor wird zum Beispiel oder irgendwas anderes, das ist mir völlig egal. Es kann ja was Schönes werden. Aber mir geht es nur darum, dass wir hier alle in dieser Stadt stillschweigend hinnehmen, dass wir eine Institution haben, die gegen die UN-Gleichstellungscharta, die wir irgendwie unterschrieben haben, spricht und dass niemand dieses Problem angehen will. Das heißt, wenn in der Zukunft jemand dieses Problem angehen will, gerne mit mir mal gucken. Es ist wahrscheinlich ein Dekadenprojekt, aber so, jetzt sind wir der Pause näher gekommen. Und ich war näher dran, gebe ich zu, also würde ich behaupten, ich war näher dran am Topic als die AfD eben. Das hat den Herrn Wirz motiviert. Bitte schön. Lieber Martin Schulte-Wissermann, du verkennst, dass da ein musikalischer Hintergrund ist, der dir vielleicht nicht bekannt ist. Die Ausbildung von Knaben und Mädchen in Chören und im Gesang läuft vollständig unterschiedlich. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass Knaben und Jungs in Chören gefördert werden, weil singende Kinder und singende Chöre im Prinzip ist Mädchensache. 90% sind Sängerinnen. Es gibt einen riesengroßen Mangel an Jungs, an jungen Männern und überhaupt an Männern, die in Chören tätig sind. Also ich kenne das aus Kirchenchören, dort ist man, wenn man Tenor ist, ist man quasi der Prinz. Die werden mit der Lupe gesucht und werden sozusagen mit allen möglichen Mitteln in den Chören gehalten. Frauen, Mädchen, kein Problem. Jetzt kommt Folgendes dazu. Man kann sich mit der Ausbildung einer Mädchen- und Frauenstimme Zeit lassen. 10, 12, 15 Jahre können die im Prinzip Gesangsunterricht nehmen, können diese Stimme ganz langsam ausbilden, sie nicht überfordern und im Prinzip dann zu einer wunderschönen, meinetwegen Opernstimme bringen, die alles Mögliche singen kann. Das geht beim Jungen nicht. Ein Junge gerät mit 12, 13 in Stimmbruch und sie müssen sozusagen
um die Chorliteratur von Bach singen zu können, müssen sie sozusagen die Begabung finden, die das binnen 3 Jahren draufkriegen, wo ein Mädchen eine Frau 10 Jahre Zeit hat. Und dann wird mit 12, 13 Jahren auch, wenn der Stimmbruch eintritt, meinetwegen mit 14 Jahren, wird auch ein Kreuzchor ausgesiebt. Weil nicht jede Männerstimme, die sich dann bildet, diese gesangliche Leistung wieder bringt. Das ist ein ganz harter Schnitt. Die sind nämlich dann aus diesem Chor auch raus und fahren nicht mehr um die Welt und fahren nicht mehr im Prinzip und treten nicht mehr vor 1200 Leuten aus. Also da hätte ich die Bitte, dass da auch hart an der Sache und hart an der im Prinzip Materie argumentiert wird und hier nicht solche Scheingerechtigkeiten und Scheinungerechtigkeiten aufgemacht werden. So, sind alle Argumente zur Vorlage ausgetauscht? Das scheint der Fall zu sein. Dann steigen wir ein in die Beschlussfassung und ich darf den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 56 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Und mit diesem Beschluss würde ich Sie jetzt in die Pause bis 18.20 Uhr entlassen und freue mich dann, mit dem Tagesordnungspunkt, ich glaube 42 war es, fortzusetzen.